Leute, willkommen zu unserem Livestream. Schreibt mir wie immer direkt mal am Anfang, ob ihr mich hören und sehen könnt. Vor allem hören, das wäre am wichtigsten. Sehen ist jetzt nicht so wichtig, ihr sollt ja gleich den Weltraum bewundern und nicht mich. Aber hören wäre sehr, sehr gut. Schreibt mir das gerne mal. Schön jedenfalls, dass ihr alle da seid. Wir sprechen heute über das spannende Thema Asteroiden. Und zwar über die gefährlichsten Asteroiden von allen, die vielleicht sogar zu einer Katastrophe auf der Erde führen könnten. Moment, ich stelle mal, bis zu hören uns sind fantastisch, ich stelle euch mal, beziehungsweise mein Tablet so hin, dass ich euch auch gut sehen kann. Perfekt, jetzt aber, fantastisch. Ja, cool, dass ihr alle da seid, Leute. Ein paar Worte wie immer vorab. Für die, die jetzt das erste Mal dabei sind oder das erste Mal seit langem und sich wundern, warum ich nicht im Planetarium stehe. Wir machen bald wieder Livestreams aus dem Planetarium Köln, wo ich normalerweise arbeite. Ich bin aber im Moment immer noch kurz ausgewandert in Sizilien und bald bin ich aber wieder zu Hause. Also irgendwann im Juli fliege ich nach Hause, dann werden wir es wieder ganz normal aus dem Planetarium machen. Wobei ich auch noch diese Livestreams, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen gemacht haben, so ein bisschen beibehalten möchte. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was ihr euch für die Livestreams wünschen würdet. Wieder komplett aus dem Planetarium, komplett bei Universe Sandbox, wie wir das jetzt immer machen, oder so eine Mischung. Schreibt mir gerne mal, was ihr am besten findet. Würde mich sehr interessieren, denn ich mache das ja letztlich für euch. Also mache ich das natürlich auch so, wie ihr es am coolsten findet. Für die von euch, die das Planetarium noch gar nicht kennen, zeige ich euch mal mein kurzes Video, das ich vor meiner Abreise aufgenommen habe, in dem ihr das Planetarium kennenlernt. Das Planetarium Köln. Wir haben hier einen Zeiss-Kleinprojektor in der Mitte stehen, aus den 60er Jahren noch. Der funktioniert aber immer noch perfekt und der projiziert die Sterne an die Decke. Und das ist besonders praktisch für Stadtbewohner, so ein Planetarium. Also ein Raum, in dem man nicht den echten Sternenhimmel sieht, sondern eben künstliche Sterne an eine kuppelförmige Decke projiziert werden. In einer großen Stadt wie Köln sieht man zum Beispiel in echt maximal einige hundert Sterne. Dabei könnte man theoretisch in einer klaren Nacht irgendwo auf dem Land über 4000 Sterne sehen. Das heißt, ein Planetarium ist im Prinzip ein Ort für Stadtbewohner, um doch noch den Sternen ganz nahe sein zu können, obwohl in der Realität der Sternenhimmel durch Lichtverschmutzung nicht mehr gut zu sehen ist. Und wie ihr seht, können wir hier auch die Sternbilder einblenden. Das heißt, wir sehen hier die ganzen griechischen Sagengestalten. Den kompletten Sternenhimmel haben sich nämlich die alten Griechen ausgedacht. Und für mich ist das wirklich mein absoluter Lieblingsort in ganz Köln. Man kommt hier runter und kann komplett die Welt einmal vergessen. Planetarium. Genau, also das ist das Planetarium. Da werden wir bald wieder sein. Das werde ich auf jeden Fall wieder machen, weil wenn man schon ein Planetarium hat, dann sollte man das auch irgendwie benutzen, oder? Aber ich sehe, viele von euch schreiben, dass eine Mischung gut ist. Dann werde ich das natürlich beherzigen und ich gucke mal, wie sich das arrangieren lässt. So, bevor wir loslegen, Leute, wie immer, vergesst auf keinen Fall meinen Channel zu abonnieren. Ich habe hier so einen Live-Ticker. Jetzt sind wir bei 61.900 Abos. Mal schauen, wo wir nach dem Stream stehen. Wenn jetzt einer von euch abonniert, dann springt dieser Ticker nach oben. Also alle von euch, die noch nicht meinen Channel abonniert haben, macht es direkt am besten mal. Abonniert, damit dieser Ticker nach oben springt. Und außerdem, wenn ihr jetzt während des Livestreams Fragen habt, dann schreibt sie gerne die ganze Zeit in den Chat. Ich sehe, was ihr schreibt. Wenn ihr eine super wichtige Frage habt und mich etwas unterstützen wollt, dann benutzt den Super Chat. Unten rechts im Chat ist so ein komisches Dollar-Symbol. Wenn man da draufklickt, kann man irgendwie seine Nachricht mit einer kleinen Summe garnieren, so mit 99 Cent oder so. Da wird die Nachricht besonders hervorgehoben, es unterstützt ein bisschen meine Arbeit. Und alles, was im Super Chat kommt, lese ich natürlich sofort vor und beantworte das ausführlich. Also vielen, vielen Dank, Leute. Jo, jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Oh, da ist der Ticker auch schon auf 61.901 gesprungen. Fantastisch, sehr gut, Leute. Jetzt reden wir mal über Asteroiden. Und dafür gehen wir in unser Programm rein. Universe Sandbox heißt das. Ihr seht hier eine Banane. Ich weiß nicht, warum. Ich habe diese Banane hierhin gemacht. Und es ist eine Space-Banane. Ich kann schon mal vorwegnehmen, in Wahrheit gibt es keine Bananen im Weltraum. Ich sehe gar nicht, was hier passiert im Stream. Das ist natürlich nicht gut. So, jetzt aber, jetzt sehe ich alles, fantastisch. Genau, wir sprechen heute nicht über Space-Bananen, sondern über Asteroiden. Und dafür müssen wir erstmal klären, was das eigentlich genau ist. Also ihr seht hier unsere Sonne und wenn ich ein bisschen weiter rauszoome, sehen wir unser Sonnensystem. Genau, jetzt sehen wir es. Warte, Umlaufbahn will ich auch. So, das ist unser Sonnensystem. In der Mitte die Sonne und jede Menge Objekte,
die um die Sonne kreisen, weil sie von der Schwerkraft der Sonne angezogen werden. Wir schauen uns mal einen zufälligen Planeten an, zum Beispiel den Neptun. Das ist der letzte und äußerste Planet, ein Gasplanet, ein blauer Gasplanet. Und das Wort Planet kennt ihr ja alle. Aber wenn wir über Asteroiden sprechen wollen, dann müssen wir erklären, was ist ein Planet, was ist ein Zwergplanet, was ist ein Asteroid, was ist ein Komet und was ist ein Meteorit. Also sehr viele verwirrende Begriffe. Fangen wir mal mit Planet und Zwergplanet an. Also Planeten sind Objekte, die sich um die Sonne drehen und relativ groß sind, eine gewisse Größe haben und schwer genug sind, sodass sie durch ihre Schwerkraft, mach mal los, dass sie durch ihre Schwerkraft ihre Bahn freigeräumt haben. Neptun zum Beispiel ist so schwer, dass er alle Staubkörner und Eisklumpen und so, die hier irgendwann mal waren, weggeschleudert hat. Das heißt, Neptun bewegt sich jetzt ganz frei von Dreck und Müll in seiner Umlaufbahn um die Sonne. Das macht einen Planeten aus. Pluto hier hinten zum Beispiel, kennt ihr ja auch alle, der ist sehr klein und nicht besonders schwer. Und Pluto ist nicht schwer genug, um seine Umlaufbahn befreit zu haben von Staub und Eis. Also Pluto bewegt sich mit jeder Menge Staubkörner um die Sonne, sieht man jetzt hier gar nicht. Und deswegen ist er ein Zwergplanet. Also man könnte sagen, er hat seine Umlaufbahn nicht aufgeräumt. Ich finde, das ist immer das beste Argument, sein Zimmer aufzuräumen. Wenn ihr euer Zimmer nicht aufräumt, dann werdet ihr zum Zwergplaneten runtergestuft. So ist Pluto passiert. Also wir merken uns, ein Planet ist ein Objekt, das relativ schwer und relativ groß ist und sich um die Sonne dreht. Ein Zwergplanet ist ein Objekt, das nicht so schwer und nicht so groß ist und sich um die Sonne dreht. So, das ist schon mal gut. Und alles, was kleiner als ein Zwergplanet ist, also was noch kleiner als Pluto ist, das ist ein Asteroid. Und ich zeige euch mal, hier zwischen dem Mars, hier ist der Mars, und dem Planeten Jupiter befindet sich der sogenannte Asteroidengürtel. Ihr seht den hier. Das ist einfach dieses ganze Zeug, was hier rumfliegt. Diese ganzen kleinen Mini-Punkte. Schauen wir uns mal einen davon an. Muss ich ganz weit reinzoomen, weil die Dinger so klein sind. Da. Das hier ist ein Asteroid. Sieht nicht besonders spektakulär aus. Ist im Prinzip nur ein Stein. Also ihr könnt euch merken, Asteroiden sind kleine Steinchen, die durch das Sonnensystem rasen und kleiner als Zwergplaneten sind. Das sind Asteroiden. Der größte Asteroid im Sonnensystem heißt Pallas und der ist, glaube ich, 540 Kilometer groß. Also das ist die Obergrenze. Schauen wir mal, ob es den hier gibt. Ja, den gibt es sogar. Ich fasse es ja nicht. Oh, Danilo hat heute Geburtstag. Cool, herzlichen Glückwunsch, Danilo. Wie alt bist du geworden? Sehr cool, dass du hier deinen Geburtstag im Stream verbringst. Das hier ist der größte Asteroid des Sonnensystems, Pallas. Und sieht eigentlich ein bisschen aus wie ein Planet. Ne? Also er ist rund und er dreht sich um die Sonne, aber er ist eben nicht schwer genug, um seine Bahn zu befreien. Und er ist außerdem auch nur halb so groß wie der kleinste Zwergplanet. Der kleinste Zwergplanet heißt Ceres und Pallas ist noch viel kleiner als Ceres. Deswegen ist er nur ein Asteroid. Wurde übrigens in Bremen entdeckt, in der Olbers-Sternwarte in Bremen. Falls jemand von euch aus Bremen kommt, schreibt mir gerne mal. Genau, also das ist Pallas, der größte Asteroid im Sonnensystem. So, was ist der Unterschied zwischen einem Mond und einem Asteroid? Gute Frage. Ein Mond, ich weiß gar nicht, ob jetzt hier Monde dabei sind, ich glaube nicht. Moment. Nee, aus dem Grund nicht, aber ich setze den Mond jetzt einfach hier hin. Wartet mal. So ist das, Mond. Da, das ist der Mond. Ja, ich setze ihn jetzt einfach mal hier hin, ist ja egal. So, also hier sehen wir jetzt den Mond der Erde und die Erde. Und ein Mond hat die Besonderheit, dass er sich nicht um die Sonne dreht, sondern ein Mond bewegt sich um einen Planeten. Das heißt, Monde bewegen sich eben nie um einen Stern, sondern um Planeten. Es könnte es auch Asteroiden geben, die sich um einen Planeten drehen. Da ist die Abgrenzung nicht so ganz klar. Also es gibt da keine genauen Gesetze, aber man kann wahrscheinlich sagen, wenn ein Asteroid sich um einen Planeten dreht und groß genug ist, dann ist er ein Mond. Und wenn ein Mond zu klein ist, dann ist er ein Asteroid. Also Monde sind größer als Asteroiden. Das kann man sagen. Ich kann ja zum Vergleich jetzt nochmal ein Asteroid hier hinsetzen. Und zwar, genau, zufälliger Asteroid, der kommt jetzt einfach mal hier hin. Ihr seht, hier ist der Mond und das hier ist ein Asteroid.
Also ihr seht, da gibt es einen riesigen Größenunterschied. Ne? Der Mond ist viel, viel größer als so ein typischer Asteroid. Okay, jetzt wissen wir also schon mal, was das alles so ungefähr ist. Asteroiden sind also kleine Steinchen, die durch das Sonnensystem rasen. Jetzt fragt man sich, was ist ein Meteorit? Und ein Meteorit ist ein Asteroid, der auf einem Planeten drauffällt. Mach ich mal. Ich schieße mal einfach einen Asteroiden auf die Erde. Nehmen wir mal zufälliger Asteroid. Rup. So, jetzt müsste der eigentlich auf die Erde fliegen. Naja, sieht gut aus. Ja. Achso, der ist schon drauf geflogen. Moment. Ich mach das nochmal. Asteroid abfeuern. So, komm jetzt. Flieg auf die Erde. Ah, jetzt aber. So. Und jetzt seht ihr das hier. Dieser kleine Asteroid, der fliegt jetzt hier gleich auf die Erde drauf. Und sobald er auf die Erde drauf fliegt, sobald er in der Erdatmosphäre verglüht, nennt man ihn plötzlich einen Meteor. Jetzt in diesem Moment wird er zum Meteor. Das heißt, ihr könnt euch merken, immer wenn ihr eine Sternschnuppe am Himmel seht, dann ist das ein Meteor. Jede Sternschnuppe ist ein Stein aus dem Weltraum, der auf die Erde fliegt und dabei verglüht. Also, sobald ein Stein, solange ein Stein im Sonnensystem rumschwirrt, ist ein Asteroid. Wenn er auf dem Planeten drauf fliegt, ist er ein Meteor. Und wenn er unten eingeschlagen ist und ihr den aufheben könnt, ist es ein Meteorit. Also es sind im Prinzip drei Wörter für denselben Stein. Das Ding hier war mal ein Asteroid, fliegt gerade auf die Erde drauf und ist jetzt ein Meteor. Und wenn er unten einschlägt, jetzt nämlich, ihr seht, hier gibt es einen ordentlichen Knall, dann ist er ein Meteorit. Ihr seht, das tat der Erde nicht besonders gut. Der ist hier irgendwo in Ostafrika eingeschlagen und es gab eine heftige Druckwelle dadurch. Okay, jetzt wissen wir, was ein Planet ist. Wir wissen, was ein Zwergplanet ist. Wir wissen, was ein Mond ist. Wir wissen, was ein Asteroid ist. Und wir wissen, was ein Meteor ist. Jetzt fehlen noch Kometen. Ich zeige euch mal kurz was. Nämlich das hier. Das hier ist ein typischer Komet. Und Kometen zeichnen sich dadurch aus, dass die diesen typischen Schweif haben. Ihr seht ja hier, der hat so einen Schweif hinten dran. Ihr könnt euch merken, Kometen sind ähnlich wie Asteroiden, aber die bestehen aus Eis. Beziehungsweise die haben einen hohen Eisanteil. Und wenn so ein riesiger kosmischer Eisbrocken dann in die Nähe der Sonne kommt und es wärmer wird, dann fängt das Eis an zu schmelzen und fliegt nach hinten weg. Und das ist der Schweif von einem Kometen. Geschmolzenes Eis, das nach hinten weggeschleudert wird. Und man konnte, glaube ich, letztes Jahr, 2020, konnte man auch von Deutschland einen Kometen sehen. Neowise hieß der. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob jemand von euch den gesehen hat. Also ich konnte den sogar von unserem Dachboden aus sehen. Und sah ziemlich cool aus. Und genau, also Kometen sind quasi Asteroiden nur aus Eis. Das ist der einzige Unterschied. Jo. Kannst du in dem Programm auch die Erde komplett zerstören mit einem Einschlag? Na klar, das mache ich auch gleich. Das werden wir uns natürlich nicht nehmen lassen. Keine Sorge, wir zerstören heute noch die Erde. Übrigens, habe ich ganz vergessen zu sagen eben, ihr könnt jetzt seit neuestem Kanalmitglied von Astrocomics werden. Und das bringt euch Folgendes. Ihr könnt dann die coolen Planeten-Emojis benutzen. Das sind meine Cartoon-Planeten, die ich selber zeichne. Mal schauen, ob ich die hier schicken kann. Ah ja, kann ich. Und genau, das ist also ziemlich cool. Dann könnt ihr im Chat diese Planeten benutzen und ihr unterstützt mich als Kanalmitglied. Und ihr werdet in jedem Livestream erwähnt. Und zwar blende ich jetzt wieder alle meine Kanalmitglieder ein. Ihr seht außerdem, viele im Chat haben ja so ein Planetenlogo neben sich. Das sind die Kanalmitglieder. Also wenn ihr Kanalmitglied werdet, dann kriegt ihr auch so ein cooles Logo. Lohnt sich also total. Und genau, ich hab die Nachricht nicht angepinnt, das stimmt. Kann ich aber noch machen. Oder kann ich nicht mehr machen. Egal. Okay, Leute, so viel dazu. Jetzt machen wir weiter. Also jetzt wissen wir, was das alles ist. Und jetzt gucken wir uns mal an, was denn die gefährlichsten Asteroiden sind, die es gibt. Ist das kostenlos? Ne, kostenlos ist es nicht. Aber ich glaube, also es ist ja gerade, man bezahlt da monatlich ein bisschen was, um mich zu unterstützen. 2,99 € ist der Pluto-Tarif und dann geht es immer weiter nach oben. Also 2,99 € ist das günstigste und dann schaltet ihr alles frei. Jo, jetzt schauen wir mal. Die gefährlichsten Asteroiden, die es gibt, das sind ein paar. Ich zeige euch mal was. Es gibt hier nämlich in diesem Programm das hier. Also Wissenschaftler haben sich die Mühe gemacht, alle
potenziell gefährlichen Asteroiden zu kartieren sozusagen. Und alles, was ihr hier seht, jede Linie, ist ein potenziell gefährlicher Asteroid. Krass, oder? Versuchen wir hier die Erde zu finden. Da sind wir. Und schaut mal, alle Linien hier sind potenziell gefährliche Asteroiden, die die Erde treffen könnten und uns gefährlich werden können. Da fühlt man sich schon fast ein bisschen bedroht. Aber keine Sorge, wir werden jetzt klären, ob wir wirklich in Gefahr sind oder nicht. Also erstmal, es passiert andauernd, dass Asteroiden auf der Erde einschlagen. Ihr habt ja bestimmt alle schon mal eine Sternschnuppe gesehen. Schreibt mir gerne mal, wo ihr eure schönste Sternschnuppe gesehen habt und natürlich, ob euer Wunsch in Erfüllung gegangen ist. Das ist ja das Wichtigste. Und wie wir eben schon gesagt haben, sind Sternschnuppen im Prinzip einfach nur Steine aus dem Weltraum, die auf die Erde fallen. Die werden dann super schnell fangen zu brennen und ihr seht die am Himmel leuchten. Die allermeisten Sternschnuppen, also ich wette 99%, sind verglüht, bevor die auf der Erde ankommen. Also da kommen nur noch kleine Staubteilchen unten an und ansonsten nichts. Was fragen jetzt ganz viele, wo man die Planeten-Emojis findet. Das werde ich euch jetzt sagen. Wartet mal. Da muss ich gerade selber nochmal den Link raussuchen. Genau, in der Zeit schaue ich nochmal, was noch gefragt wurde. Nina fragt, gehört Vesta dazu? Also Vesta ist auch ein relativ großer Asteroid. Aber, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist Vesta im Asteroidengürtel. Das heißt, Vesta hat eine feste Bahn um die Sonne und kann uns nicht gefährlich werden. Also Vesta wird die Erde nicht treffen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. So, hier ist der Link zur Kanalmitgliedschaft, Leute. Habe ich euch geschickt. Also wenn ihr euch da anmeldet, dann schaltet ihr die Planeten frei und kriegt ein cooles Pluto-Logo. Okay, also jeden Tag fallen Asteroiden auf die Erde drauf und das ist ja auch sehr schön. Ich habe mal gelesen, jeden Tag fallen irgendwie 1000 Tonnen mindestens auf die Erde drauf. Also eine ganze Menge. Das, was wir jetzt hier eingezeichnet sehen, sind potenziell gefährliche Asteroiden. Das heißt, die groß genug sind, um uns gefährlich zu werden. Und man trägt das auf so einer Skala ein. Das ist die Turiner Skala. Und die geht von 0 bis 10. Und da kann man jeden Asteroiden eintragen. 0 heißt super ungefährlich, kann uns überhaupt nicht schaden. 10 heißt globale Katastrophe, wie damals bei den Dinosauriern. Und die Erde wird zerstört. Also so ein 10 auf der Turiner Skala ist wirklich, wirklich schlecht. Und die drei gefährlichsten Asteroiden überhaupt, die werde ich euch heute mal zeigen. Wir gucken uns erstmal einen an namens Apophis. Ich glaube, da gibt es sogar hier, genau, Erde und Apophis. Warte mal. So. Hier seht ihr den. Hier rechts auch so ein Kasten, könnt ihr lesen, wenn ihr wollt. Das hier ist der Asteroid Apophis. Ich glaube, Apophis ist irgendein Todesgott oder so. Und ganz oft liest man irgendwie in den Schlagzeilen, dass Apophis die Erde zerstören wird. Denn Apophis wird der Erde tatsächlich, und ihr seht es ja hier, im Jahre 2029, also in 7 Jahren, sehr, sehr nahe kommen. Sehr, sehr nah. Aber man hat jetzt mittlerweile herausgefunden, dass er die Erde nicht treffen wird. Also Leute, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Er wird in 7 Jahren zwar sehr nah an uns dran sein, aber er wird an der Erde vorbeifliegen. Er ist aber so nah an der Erde, dass man ihn super gut beobachten kann. Also es wird wirklich ein Jahrtausendereignis. Ihr könnt da mit bloßem Auge, könnt ihr Apophis vorbeifliegen sehen in 7 Jahren. Ich werde natürlich in 7 Jahren dann ein Video drüber machen, wenn es den Kanal dann auch gibt. Mal gucken, sodass ihr es nicht verpasst. Oh, danke, Anja spendet 5 Euro. Super lieb. Danke, Anja. Grüße an Jana, werde ich bestellen. Wenn wir wieder in Köln sind, wird natürlich Jana auch wieder den Sternenhimmel übernehmen. Versprochen. Vielen Dank, Anja. Genau. Also Apophis wird 2029 an der Erde vorbeifliegen, aber jetzt kommt's. Dabei wird er durch die Schwerkraft der Erde seine Bahn verändern. Und dann wird er einige Jahre später wiederkommen, nämlich im Jahre 2036. Und 2036 steht es noch nicht ganz fest, ob er die Erde treffen wird oder nicht. Man glaubt, dass er auch 2036 vorbeifliegen wird. Also ihr müsst euch jetzt wirklich keinen großen Stress machen. Aber es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass er die Erde trifft. Und wenn er die Erde trifft, dann wäre das sehr unschön. Denn Apophis ist 300 Meter groß. Das ist jetzt nicht gigantisch groß, aber das reicht schon für eine heftige Katastrophe. In einem Umkreis von 250 Kilometern. Ich lasse den jetzt einfach mal hier drauf krachen. Wartet mal. So, wir schauen mal einfach, was passiert. So, er kommt näher und näher. Und er schlägt hier irgendwo
westlich von Panama ein. Oha, und ihr seht, das ist nicht gut, was hier passiert. Eine gigantische Schockwelle. Also ich habe gelesen, im Umkreis von 250 Kilometern wäre alles weg. Das heißt, wenn Apophis in eine Stadt einschlagen würde, es wäre überhaupt nicht gut. Dann wäre quasi die komplette Stadt pulverisiert. Aber auch das, was wir hier gerade gesehen haben, wäre nicht gut, wenn er hier im Pazifik einschlägt. Denn dann gäbe es natürlich gigantische Tsunamis und wahrscheinlich wäre ganz Mittelamerika hier überschwemmt. Das wäre also auch nicht so gut. Der wird eine, wenn er einschlägt, eine Energie von 900 Megatonnen freisetzen. 900 Megatonnen zum Vergleich. Die heftigste Bombe, die Menschen jemals gebaut haben, war die sogenannte Zar-Bombe. Und die hat 50 Megatonnen freigesetzt. Das heißt, der wäre fast doppelt so heftig wie die krasseste Bombe, die Menschen jemals gebaut haben. Aber, wie gesagt, macht euch keinen Stress, Leute. Denn sehr, sehr wahrscheinlich wird er an der Erde vorbeifliegen. Und stattdessen ist es echt cool eigentlich, weil wenn man ihn dann am Himmel sehen kann, ist es ja ein super cooles Ereignis. Also ich freue mich mega drauf. Wir können ja mal gucken, was passieren würde, wenn Apophis die Erde etwas schneller treffen würde. Denn es kommt auch immer auf die Geschwindigkeit an. Ich kann den jetzt nochmal abfeuern und ich kann hier einstellen, wie schnell der sein soll. Wir sagen jetzt mal, der kommt mit 183 Kilometern pro Sekunde. Das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer. Mal gucken, wo er ist. Ich sehe den gar nicht. Ah, da ist er. Alles gut. Aha, jetzt kommt er. Okay, also jetzt ist er ein bisschen schneller als eben. Schauen wir mal, was passiert. Und... Oh oh, die Menschen freuen sich schon und denken, ah, das haben wir überstanden mit Apophis. Jetzt kommt er nochmal. Autsch. Aber das sah nicht viel schlimmer aus als eben. Das wundert mich. Ich dachte, dass er jetzt viel, viel schneller wäre. Wir machen ihn noch schneller. Wir machen mal 900 Kilometer pro Sekunde. Schauen, was jetzt passiert. Und... Ja, das wird gar nicht so viel schlimmer. Die Geschwindigkeit scheint nicht so viel zu ändern. Aber immerhin. Na gut, nach drei Einschlägen jetzt möchte ich die Erde mal in Ruhe lassen. Und wir schauen uns mal den nächsten Killer-Asteroiden an. Nämlich 1950 IDA. So heißt der. 1950 IDA. Das ist Platz 2 auf der Turiner Skala. Und der ist in gewisser Hinsicht gefährlicher als Apophis, denn er ist 2 Kilometer groß. 2 Kilometer ist eine ganze Menge. Ihr könnt mir ja mal schreiben, vielleicht weiß es einer von euch, wie schwer war der Asteroid, der damals die Dinosaurier zum Massenaussterben gebracht hat? Nicht wie schwer, wie groß. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es mir gerne mal. Also wie groß war der Asteroid, der damals eingeschlagen ist vor 66 Millionen Jahren und die Dinos zum Massenaussterben gebracht hat? Ebenfalls dieser 1950 IDA, der ist jedenfalls 2 Kilometer groß. 1950 DA, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Und wir schauen mal, was passieren würde, wenn der die Erde treffen würde. Machen wir einen zufälligen Asteroiden. Und jetzt machen wir den... Boah, der ist sogar der ist hier 46 Kilometer groß. Das ist ein bisschen krass. Und machen wir 2 Kilometer. Perfekt. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Auch gar nicht so schlimm, ne? Also es sieht nicht so schlimm aus. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Denn normalerweise müsste so ein Asteroid eigentlich zu einer globalen Katastrophe führen. Also, ihr habt recht, der damals bei den Dinosauriern, einige von euch haben es geschrieben, war 10 bis 12 Kilometer groß, genau, oder 10 bis 15, glaube ich. Das hat ja dazu geführt, dass quasi die ganze Atmosphäre sich verdunkelt hat. Jede Menge Vulkane sind ausgebrochen. Etwa 15 Kilometer, schreibt Armin. Und kannst du mich grüßen? Ich grüße Armin. Vielen Dank, dass du dabei bist. Mega cool. Genau, also 10 bis 15 Kilometer war der groß. Und der hat jetzt für eine globale Katastrophe gesorgt. Und 2 Kilometer würde schon reichen dafür. Und dieser 1950 IDA, oder wie der heißt, oder nur DA, ich habe sehr undeutlich geschrieben, deswegen weiß ich nicht, wie der heißt, der wird am 16.03.
2880 der Erde sehr nahe kommen. Also Leute, kein Stress, es dauert noch ungefähr 800 Jahre. Ich weiß ja nicht, wie alt ihr werden wollt, vielleicht lebt dann noch der ein oder andere von euch im Jahre 2880. Also ich habe vor, dann noch zu leben, mal gucken, ob ich es schaffe. Und dann wird er also der Erde sehr nahe kommen und dann könnte es zu einer heftigen Katastrophe kommen. Ich probiere das nochmal, weil ich fand das sehr unbefriedigend, wie der die Erde gerade getroffen hat. So, 2 Kilometer. Rupp. Jetzt gucken wir nochmal. Oha, das war schon heftiger. Wir sehen jetzt, hier schwirren überall Partikel neben der Erde rum. Also die Erde selber sieht immer noch relativ unverletzt aus, aber sowas würde schon, wie gesagt, das Leben auf der Erde zumindest verändern. Also es wäre für die menschliche Zivilisation auf jeden Fall ein großes Problem. Und der drittgefährlichste Asteroid, kennen vielleicht einige von euch, der heißt Bennu. Und Bennu war auch irgendein Todesgott. Jemand hat mir eben geschrieben, wer Apophis war. Jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen, oder? Ich finde es nicht mehr. Schau mal gerade. Ah, Apophis war eine riesige Schlange in Ägypten, die den Durst, den, was? Ah, okay. Bekämpft. Es war ein Feind von Ra. Aha, sehr gut. Ja, ich glaube, Bennu war auch irgendwas Ägyptisches. Und dieser Asteroid Bennu ist super cool, denn man hat eine Sonde dorthin geschickt, um Material vom Bennu mitzunehmen. Das ist super spektakulär. Ich zeige euch mal ein Video davon. Und das sind teilweise echte Aufnahmen, also eigentlich kaum zu glauben. Das waren diese Aufnahmen von dieser Mission zum Asteroiden Bennu. Und ich finde das super cool, dass man es geschafft hat, einen Roboter, und das, was diese Landesequenz, die ihr gesehen habt, die war echt, dass man es geschafft hat, einen Roboter auf einem Asteroiden landen zu lassen. Er hat eine Probe mitgenommen und die Probe wird im Jahre 2023 auf der Erde ankommen. Jetzt fragt ihr euch, warum braucht man eine Probe von einem Asteroiden? Der Grund ist, dass man herausfinden möchte, wie unser Sonnensystem entstanden ist. Denn solche Asteroiden, wie der hier, sind Zeitzeugen der Entstehung des Sonnensystems. Denn wahrscheinlich sind die meisten Asteroiden schon vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden, als unser Sonnensystem entstanden ist, und haben sich seitdem kaum verändert. Das heißt, die verraten uns sehr viel darüber, wie unser Sonnensystem ganz früher aussah und wie vielleicht auch die Objekte aussahen, aus denen sich unsere Erde entwickelt hat. Denn letztlich ist unsere Erde nur so entstanden, indem super viele von diesen Dingern hier zusammengekracht sind. So ist die Erde entstanden. Und genau, also 2023 kommt diese Probe von Bennu zurück. Und die Gefahr, dass Bennu auf der Erde einschlägt, dann wäre es ein bisschen unnötig, dass man sich überhaupt eine Probe geholt hat, weil wenn er einschlägt, dann... Oha. Was ist jetzt passiert? Ah, da. Sehr gut, die Erde wurde getroffen. Aua. Die Gefahr, dass der, wenn der einschlägt, dann hätten wir keine Probe holen müssen. Der wird der Erde zwischen 2169 und 2199 relativ nahe kommen. Aber auch hier wieder eine Wahrscheinlichkeit von unter 1%. Ich glaube sogar unter 0,1%, dass der einschlägt. Also, ihr seht, die drei gefährlichsten Asteroiden, Apophis, Bennu und 1950 DA, die haben alle nur eine unfassbar geringe Wahrscheinlichkeit, auf der Erde einzuschlagen. Das heißt, wir müssen uns keinen Stress machen. Ne? Also keine schlaflosen Nächte wegen Asteroiden, das wird nicht passieren. Genau, die Erde blutet, das sah wirklich so aus. Aber bisher hat die Erde alles überlebt. Wir können ja jetzt nochmal uns einen richtig heftigen... Warum heißt dieser Asteroid Julia? Weiß ich nicht. Wir können ja jetzt nochmal einen richtig heftigen Einschlag machen und mal gucken, was dann passieren würde. Und zwar lassen wir jetzt mal einen Zwergplaneten
in die Erde reinkrachen. Und zwar den Zwergplaneten Haumea. Weiß nicht warum, aber... So, Haumea ist ein bisschen größer als ein Asteroid. Der ist nämlich... Mal schauen. Kilometer. 626 Kilometer groß. Also das ist schon eine Menge. Und jetzt schauen wir mal, was passieren würde, wenn Haumea in die Erde reinkracht. Nichts Gutes, das kann ich schon mal sagen. Oh, jetzt ist es kurz davor. Ihr seht, Haumea wirft hier einen riesigen Schatten auf die Erde. Und die Leute wundern sich schon. Und jetzt passiert das. Boom. Also so, ihr seht, sowas würde die Erde komplett vernichten. Die Erde ist im Prinzip komplett zerstört worden. Die eine Hälfte hier geht noch, aber die andere Hälfte ist komplett kaputt. Und dadurch würde natürlich die Temperatur auf der Erde immens ansteigen. Und die Atmosphäre würde zerstört werden. Und genau, wahrscheinlich würden auch alle möglichen Vulkane ausbrechen. Das heißt, das wäre noch heftiger als das Massenaussterben der Dinosaurier damals. Wie gesagt, wir haben ja eben erfahren, ein Asteroid, der nur 10 Kilometer groß ist, der hat schon genügt, um die Dinosaurier zum Massenaussterben zu bringen. Das heißt, wenn sowas wie Haumea hier auf der Erde einschlagen würde, dann wäre einfach, bams, alles vorbei. Okay, ja, das war ein harter Treffer, auf jeden Fall, das stimmt. Ich meine, jetzt können wir noch was Größeres nehmen. Lassen wir mal den Mars gegen die Erde krachen. Ich glaube, dann gehen beide komplett kaputt. Oh. Ah ne, da kommt er. Alles gut. Und. Bumm. Okay, also das war noch ein bisschen heftiger. Also jetzt würde ich sagen, ist auf der Erde absolut kein Leben mehr möglich. Das war's. Der Juju fragt, könnte es auch ungesichtete Asteroiden geben? Ja, absolut. Also man hat bisher 1 Million Asteroiden gefunden im Sonnensystem. Man hat 1 Million Asteroiden gefunden und ihnen auch Bezeichnungen und Namen gegeben. Aber, und es kommen jeden Tag Unmengen dazu. Und es gibt aber mit Sicherheit noch viel mehr. Also ich wette, es gibt 10 Millionen, hunderte Millionen von Asteroiden im Sonnensystem. Und genau, es gibt noch unfassbar viele, die man nicht entdeckt hat. Theoretisch natürlich auch welche, die auf Kollisionskurs mit der Erde sein können. Aber dann hätten wir noch, die würden wir wahrscheinlich früh genug entdecken. Einer von euch hat eben gefragt, ob man das irgendwo nachschauen kann, ob gefährliche Asteroiden auf dem Weg sind. Also die NASA hat da so eine Website, müsst ihr mal googeln, NASA Asteroiden. Und da werden alle gefährlichen Asteroiden überwacht und ihr müsst euch also keinen Stress machen. So Leute, so viel erstmal dazu. Wir haben ja gerade, wobei, das machen wir gleich. Wir werden jetzt erstmal wie jede Woche noch etwas in unserem eigenen Sonnensystem bauen. Die von euch, die jetzt schon öfter dabei waren, wissen ja, dass wir jede Woche etwas an unserem eigenen Sternsystem bauen. Ups. Und wie immer könnt ihr gerne Vorschläge machen, was wir hinzufügen sollen. Also bisher haben wir in unserem Sternsystem einen Stern in der Mitte namens Jana. Der Stern ist heißer als unsere Sonne, 7700 Grad, die Sonne ist nur 5000 Grad heiß. Um diesen Stern dreht sich ein heißer Gasplanet namens Jochen. So ein bisschen wie Jupiter, nur sehr, sehr heiß. Außerdem ein heißer Zwergplanet namens Dieter. Ein bisschen wie Pluto, nur sehr, sehr heiß. Und dann hinter Dieter befindet sich ein Asteroidengürtel, wie bei uns, also wie in unserem Sonnensystem zwischen Mars und Jupiter. Und hinter dem Asteroidengürtel kommen noch weitere Planeten. Nämlich einmal dieser bunte Gasplanet hier, Johanna. Und was wir letzte Woche hinzugefügt haben, was ziemlich cool ist, wir haben ein schwarzes Loch in unser Sonnensystem hinzugefügt. Dieses schwarze Loch heißt Obelix Giganto. Und einige von euch fragen sich vielleicht, wie kann hinten im Sonnensystem ein schwarzes Loch sein oder in unserem Sternsystem. Aber theoretisch kann sich ein schwarzes Loch wie ein Planet um einen Stern drehen, wenn es leicht genug ist und weit genug weg ist. Also es kann Sternsysteme geben, in denen in der Mitte ein schwarzes Loch ist, in der Mitte ein Stern ist, um das sich ein schwarzes Loch dreht. So, jetzt müssen wir gucken, was wir in unserem Sonnensystem, in unserem Sternsystem hier noch hinzufügen können. Schreibt mir gerne mal wieder eure Vorschläge. Was für ein Objekt sollen wir hinzufügen und vor allem, wie sollen wir es nennen? Und nochmal der Hinweis, wenn ihr was im Superchat schreibt,
dann werde ich das auf jeden Fall hinzufügen und machen. Genau. Einer hatte eben noch eine Frage. Ich schau mal gerade. Dominik hatte eine Frage. Hawking-Strahlung war meine Frage. Was war denn deine Frage dazu, zu der Hawking-Strahlung? Moment, ich schau mal gerade, ob ich deine Frage noch finde. Astronom ist mein Vorbild. Das ist aber lieb, Dominik. Sehr, sehr lieb. So, wieso heißt die Hawking-Strahlung Hawking-Strahlung? Ah, alles klar. Das ist eine gute Frage. Also es ist so, der Wissenschaftler Stephen Hawking, der hat die entdeckt. Stephen Hawking war einer der berühmtesten Wissenschaftler der Welt. Er ist leider vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben. Und der hat das entdeckt, dass schwarze Löcher im Laufe der Zeit immer mehr Masse verlieren. Vorher dachte man, dass schwarze Löcher für immer da sind und dass sie niemals verschwinden. Aber Stephen Hawking hat entdeckt, dass sie ganz langsam, ganz, ganz, ganz langsam immer so ein bisschen Masse verlieren. Und dieses, ja, dieses Verlieren von Masse, das wurde dann nach ihm benannt, Hawking-Strahlung. Deswegen heißt sie so. So. Ein Eisplanet mit dem Namen Lina. Das ist ein cooler Vorschlag. Man könnte eine zweite Sonne hinzufügen. Ein bewohnbarer Planet. Rip Hawking, genau. Planet namens Gallifrey, genau. Eine riesige Space-Banane namens Leonard. Ja, okay, also eine Space-Banane können wir auf jeden Fall noch hinzufügen. Weißes Loch, ich glaube, weißes Loch gibt es gar nicht hier in Universe Sandbox aus irgendeinem Grund, oder? Also falls es jemand besser weiß, schreibt mir gerne. Okay, Leute, also jetzt haben wir schon viele Vorschläge. Wir machen erstmal einen Eisplaneten namens Lina, würde ich sagen. Denn das hat Felix vorgeschlagen und Felix ist auch Kanalmitglied. Kanalmitgliedern bin ich natürlich besonders gönnerhaft. Also wir nehmen einen zufälligen Gesteinsplanet und der muss natürlich sehr weit weg sein von unserem Stern, denn wir brauchen ja einen Eisplanet. Wir müssen bedenken, unser Stern ist heißer als die Sonne und er sollte auch nicht zu nah am schwarzen Loch sein. Das wäre wahrscheinlich auch nicht gut. Wir machen den mal noch weiter weg als das schwarze Loch. Und zwar hierhin. Ich frage mich jetzt, ob der vom schwarzen Loch angezogen werden wird oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Schauen wir uns den erstmal an. So, wir nennen ihn erstmal um. Und zwar, wie wollte ich den jetzt nennen? Lina. Also dieser Eisplanet heißt ab sofort Lina. Und er sieht aber noch gar nicht aus wie ein Eisplanet. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen seine Farbe ändern, würde ich mal sagen. Und wo geht das? Hier. Also ein Eisplanet muss ja so ein bisschen eisig blau sein. Das sieht doch schon mal gut aus. Und so. Das ist ein cooler Eisplanet, oder? Das ist der Eisplanet namens Lina. Das neueste Objekt in unserem Sonnensystem. Und ist es denn wirklich ein Eisplanet? Moment. Temperatur. Durchschnittstemperatur minus 9 Grad, aber es wird noch kälter. Ich glaube, der hat sich noch nicht richtig eingependelt. Und ich meine, minus 9 Grad Durchschnittstemperatur ist auch schon ordentlich kalt. Cool, das hätten wir. Jetzt füge ich noch etwas hinzu, was ich mir eben vorgenommen hatte, nämlich ein Blanet. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Ein Blanet ist ein Planet, der ein schwarzes Loch umkreist. Also das Wort setzt sich aus Black Hole und Planet zusammen. Blanet oder auf Deutsch Planet. Also wir werden jetzt hier mal einen Planeten hinzufügen. Ist quasi wie ein Mond von dem schwarzen Loch. So könnte man das sehen. Kannst du mal bitte den Zwergplaneten größer machen, der 4 Monde hat? Wäre super cool. Ja, muss ich gleich mal gucken. Ich mache jetzt erstmal, wir nehmen mal einen zufälligen Planeten und der soll sich, oh, wir sind viel zu nah, der soll sich um das schwarze Loch drehen und nicht um den Stern. Das sieht doch gut aus. Ihr seht, wenn ich zu weit weggehe, dann dreht er sich um den Stern. Wenn ich nah genug am schwarzen Loch dran bin, dreht er sich ums schwarze Loch. So. Also dieses Ding hier ist jetzt ein Planet. Das ist wirklich ein wissenschaftlicher Begriff, Planet. Denn er dreht sich um das schwarze Loch. Jetzt brauchen wir für unseren Planeten nur noch einen coolen Namen. Schickt mir gerne eure Vorschläge für diesen Planeten. Ich stelle mir so einen Planet, der um ein schwarzes Loch herumfliegt, ziemlich dunkel vor. Wäre es hier
Genau, wir machen den mal fast ganz schwarz. Und so ein paar komische, das ist unser Blended. Wie soll der heißen, Leute? Schreibt mir gerne eure Vorschläge. Im Moment heißt der Curio, ich weiß nicht warum. Nico wäre schön. Astro Comics. Lennart. Okay, wir haben viele Vorschläge. Ich würde gerne alle eure Vorschläge übernehmen, aber kann ich leider nicht. Vielleicht können wir so eine Mischung machen. Idefix Minimo. Als Gegenteil von Obelix Giganto. Okay, das ist ziemlich gut. Dagegen kommt eigentlich kaum was an. Idefix Minimo, das finde ich super. Also er heißt jetzt Idefix Minimo. Und ich habe euch andere aber nicht vergessen, Leute. Das wird auch noch kommen. Idefix Minimo ist unser Blended. Warum bewegt sich das Schwarze Loch um den Stern? Ist es so leicht? Genau, also das Schwarze Loch hat nur in Anführungszeichen eine Sonnenmasse und ist relativ weit weg von dem Stern. Unser Stern ist relativ schwer. Okay. Der hat nämlich 10 Sonnenmassen. Deswegen funktioniert das hier in unserem Sonnensystem. Ja, ich würde sagen, es nimmt immer mehr Form an. Jetzt haben wir schon einen Stern, einen Hot Jupiter, einen Hot Pluto, einen Asteroidengürtel, mehrere Planeten, Johanna und Lina, ein schwarzes Loch und ein Blended. Ziemlich cool, dieses Sonnensystem. Also wenn man sowas in echt finden würde, könnte man anhand von so einem Sonnensystem echt eine Menge lernen. So Leute, so viel erstmal dazu. Wie immer gucken wir heute auch wieder einen Zeichentrickfilm und wir haben ja eben den Zwergplaneten Haumea gegen die Erde geschossen und dadurch die komplette Erde zerstört, ihr erinnert euch. Deswegen gucken wir uns jetzt passenderweise 5 Fakten über Haumea an. Vorher gucken wir nochmal kurz auf die Abos. Oh, guck mal, wir haben schon 9 Abos dazu bekommen. Eben am Anfang vom Stream waren es 900, das sind es 909, das freut mich. Also Leute, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann klickt jetzt gerne auf den Abo-Button und treibt diesen Zähler hier nach oben. Würde mich freuen, wenn noch ein paar Abos dazukommen in diesem Stream. Während ihr das macht, gucken wir uns jetzt aber den Zeichentrickclip an. 5 Fakten über Haumea. In den noch weitgehend unbekannten Regionen hinter Pluto, weit weg von der Sonne, befindet sich eins der seltsamsten Objekte des Sonnensystems. Willkommen bei 5 Fakten über Haumea. Fakt 1. Haumea ist seit 2008 ein Zwergplanet. Haumea befindet sich hinter Pluto, also weit hinten im Sonnensystem, und wurde daher erst 2005 entdeckt. Im Jahre 2005 gab es allerdings den Begriff Zwergplanet noch gar nicht, sodass Haumea zunächst als Asteroid eingetragen wurde. Als schließlich im Jahre 2006 Pluto aus dem Club der Planeten geschmissen wurde und der Begriff Zwergplanet erfunden wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Haumea, die zwar kleiner als Pluto, aber immer noch viel größer als ein Asteroid ist, in diese neue Kategorie aufgenommen wurde. Jetzt sind wir wohl richtige Zwergplaneten-Buddies. Was, Pluto? Also ich wäre lieber wieder bei den Großen. Ach was? Zwergplaneten-High-Five! Oh Mann. Fakt 2. Haumea ist geformt wie ein Ei. Haumeas auffälligstes Merkmal ist ihre eierförmige Gestalt. Während die meisten Planeten und Zwergplaneten annähernd kugelförmig sind, ist Haumea stark elliptisch. Der Abstand zwischen ihren Polen beträgt 1100 Kilometer, ihr Durchmesser allerdings 2300 Kilometer. Haumea ist also viel breiter als hoch. Breiter als hoch? Wollt ihr etwa sagen, ich sei dick? Naja, nicht dick, aber eben etwas breit. Ich bin nicht dick, das ist Fettshaming. Ey, yo, Tag Haumea, du kleiner Fettsack. Was macht die Diät, Digga? Fettshaming! Fakt 3. Haumea rotiert super schnell. Der Grund für Haumeas Form ist ihre schnelle Rotation. In nur knapp 4 Stunden dreht sich der Zwergplanet einmal um sich selbst. Der Grund für die schnelle Rotation ist ein Zusammenstoß mit einem anderen Zwergplanet vor langer, langer Zeit. Was für ein schöner Tag! Ich könnte mir jetzt nichts Schlimmeres vorstellen, als mit einem anderen Zwergplaneten zu kollidieren und mich dann super schnell zu drehen. Ah, Hilfe! Oh oh! Oh nein! Mir ist schwindelig! Fakt 4. Haumea besitzt einen Ring. Saturn ist nicht der einzige Himmelskörper, der bekannt wegen seiner Ringe ist.
Auch die kleine Haumea besitzt einen etwa 70 Kilometer breiten Ring. Dieser Ring besteht ebenso wie die von Saturn aus Staub, Steinchen und Eis. Hey Saturn, hast du Lust, mal was mit mir trinken zu gehen? Siehst du nicht den Ring? Ich bin verheiratet, verdammt nochmal. Ja, ach ja, ich ja auch, hehe. Fakt 5. Haumea ist benannt nach einer hawaiianischen Göttin. Haumea war die hawaiianische Göttin der Fruchtbarkeit. Sie erschuf nicht nur alles Leben auf der Erde, sondern hatte auch selber unfassbar viele Kinder. Wissenschaftler hielten den Namen für passend, da Haumea durch die Kollision mit dem anderen Zwergplaneten sehr viele Stücke verloren hat, sozusagen ihre Kinder. Zwei größere Stücke kreisen heute noch als Mond um Haumea, Hiyaka und Namaka. Ich hab Hunger, Mama! Liest du uns noch was vor, Mama? Leute, ich bin nicht wirklich eure Mutter! Ihr seid nur zwei abgebrochene Stücke Stein! Vielen Dank fürs Zuschauen! So, okay, so viel zu Haumea. Schreibt mir gerne, welches Zeichentrickvideo ihr nächste Woche gucken wollt. Wir haben, glaube ich, bisher 5 Fakten über Neptun, 5 Fakten über die Erde und 5 Fakten über Haumea geguckt. Also schreibt mir gerne, was ihr nächste Woche gucken wollt. So Leute, jetzt machen wir zum Abschluss noch eine Fragerunde. Also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zum Thema Asteroiden vor allem habt, aber von mir aus auch alle Fragen zum Weltraum, dann stellt sie mir jetzt gerne und ich antworte euch noch drauf. In der Zeit gehen wir nochmal, ich speichere mal unser Sonnensystem, nicht, dass es weg ist am Ende, das wäre ja fatal. Wartet mal. So, haben wir gespeichert. Und jetzt gehen wir einfach nochmal in unser Sonnensystem rein. Also wir können uns noch ein paar Kollisionen angucken. Schauen, was hier noch so kollidieren kann. Erde und Mars hatten wir schon. Erde und Ceres, das hat eben jemand gefragt, ne? Da machen wir jetzt mal Erde und Ceres. Moment. Ceres, da. Mit wem ist Saturn verheiratet? Gute Frage. Oha, das ist schon passiert. Das ist Ceres schon reingekratzt. Das ging aber schnell. Also ihr seht, das würde auch zur kompletten Zerstörung der Erde führen. Zumindest des Lebens auf der Erde. Ja, gute Frage. Ich kenne Saturns Frau auch nicht. Er hält das sehr geheim. Wie konnte man Haumea in der Entfernung ermitteln? Ja, das ist gar nicht so einfach. Man entdeckt viele dieser Objekte weit hinten im Sonnensystem bei Untersuchungen des Deep Space. Also wenn man, es gibt zum Beispiel sowas heißt Dark Energy Survey, da will man eigentlich was über die Ausdehnung des Kosmos herausfinden, aber dabei entdeckt man dann auch immer wieder Objekte im hinteren Sonnensystem. Das Dark Energy Survey, das ist so eine spezielle Kamera, Dark Energy Cam, auf einem der größten Teleskope der Welt drauf. Und dabei hat man super viele Zwergplaneten entdeckt. Wie man genau Haumea entdeckt hat, weiß ich gar nicht genau, aber es ist super schwierig. Aber je besser die Teleskope werden, desto mehr von diesen Objekten im hinteren Sonnensystem entdecken wir auch. Oh, Difference mit 20 Euro, Wahnsinn, vielen, vielen Dank. So oft, wie du heute die Erde kaputt gemacht hast, kann ich morgen wieder ewig lang die Trümmer aufräumen. Kleiner Spaß, grüß Jana und danke für den super Stream. Vielen Dank für deine Spende, das freut mich wirklich total. Ich kann es gar nicht genau ausdrücken, wie sehr. Also, es bedeutet mir total viel, dass ihr zuschaut. Und dass dann auch Leute immer was spenden dazu, ist Wahnsinn. Also wirklich vielen, vielen Dank. So. Tom sagt, ich bestelle Meteoriten und Astronauten aus deinem Shop für den Geburtstag eines Freundes. Oh cool, ich hoffe, dass dein Freund sich über das Geburtstagsgeschenk freut. Schicke ich dann direkt morgen los, dann kommt es auch noch rechtzeitig an. Hammer. Wichtig, magst du Toast? Das ist eine sehr wichtige Frage. Also kommt drauf an, mit was? Da muss auf jeden Fall geiles Zeug drauf sein, sonst also einfach so Käsetoast mag ich nicht. Also, weiß ich nicht. Hier in Italien ist immer super geil mit getrockneten Tomaten und Kapern und Büffelmozzarella. So mag ich Toast. Du meinst ja eben, dass Bennu in Bremen im Olbers-Observatorium entdeckt wurde. Genau. Ist das der Olbers, nach dem auch die Olbers-Folge benannt ist? Uiuiui. Das klingt nach so etwas, was man in der Schule lernt, wo ich aber nicht aufgepasst habe. Ich weiß gar nicht, was die Olbers-Folge ist. Aber wahrscheinlich war er das auch. Also ich nehme an, dass er dass Olbers ein bekannter Astronom, Wissenschaftler war. Würde man mutmaßen, dass sie auch nach ihm benannt ist. So, was haben wir noch für Fragen? So langweilig hier, ne? Passiert gar nichts bei Universe Sandbox. Was können wir noch machen? Lassen Pluto auf die Erde drauf krachen.
Perfekt. So, in der Zeit gucke ich noch, was wir noch für Fragen haben. Wie heiß kann eine Sonne maximal werden? Boah, nach oben gibt es eigentlich fast kaum eine Begrenzung. Also ich glaube, es gibt Sterne, die Temperaturen von über 100.000 Grad haben. Unsere Sonne ist also relativ kühl. Ich meine, es gibt auch noch kältere Sterne. Rupp. Oha, das ist ein tiefes Loch. Es gibt auch noch kühlere Sterne, aber also es gibt Sterne mit Temperaturen von über 100.000 Grad. Das sind so blaue Sterne. Ich kann mal einen davon hier hinsetzen. Hinzufügen. Stern. Also ihr seht hier, manche von denen sind blau. Und blaue Sterne sind immer die heißesten überhaupt. Wir nehmen mal Eta Carina. Ich nehme an, der ist heiß. Warum ist der groß? Warte mal. Eta Carina. Ach so, jetzt habe ich den abgefeuert. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Eta Carina auf die Erde gefeuert. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Nix. Der bewegt sich auch gar nicht. Okay. Gehen wir mal hin. Okay, der ist 13.000 Grad heiß. Also schon mehr als doppelt so heiß wie unsere Sonne. Aber wie gesagt, es gibt noch viel heißere Sterne. Jo, verfolgst du Dart? Du meinst den Sport Dart? Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe nichts gegen Dart, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Sollte ich? Ist das spannend? So. Guten Abend. Was haben wir noch für Fragen? Wow, Felix spendet noch 5,49 €. Danke, Tim, hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank, Felix, für deine Spende. Und genau, vielen Dank, dass du Kanalmitglied bist. Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie eine aufrechte Sitzposition ein. In kurzer Zeit wird ein Stern mit uns kollidieren. Genau, also wenn so ein Stern wie Eta Carina auf uns zukäme, es wäre nicht gut. Kannst du der Erde 2 Monde geben? Klar, warte mal. Ich gehe mal... Kannst du Jupiter zu einer Sonne werden lassen? Ich glaube, es geht auch, weil ich probiere jetzt mal beides. Erstmal suchen wir mal unser Sonnensystem. So, Sonnensystem, nur Planeten, ne? Sonnensystem, Monde, perfekt. So, und jetzt fügen wir der Erde einen zweiten Mond hinzu. Die Idee von Kasi kam bei den Usern gut an. Was war denn die Idee? Sorry, ich sehe nicht immer, was geschrieben wird. Ah, lass mal Saturn mit Jupiter kollidieren. Ah, okay, kann ich gleich mal schauen. Erstmal, genau, hier ist der Mond. Und der dreht sich um die Erde. Man sieht es hier nicht so gut. Es sieht so aus, als hätten die beiden eine Bahn um die Sonne. Aber wenn ihr mal genau hinschaut, seht ihr, dass die sich umeinander drehen. Jetzt versuchen wir noch einen zweiten Mond hinzuzufügen. Ich frage mich nur... Ah ja. So, das ist unser zweiter Mond. Den nennen wir jetzt... Professor... Speckmond. So. So nenne ich wahrscheinlich auch mal mein Haustier, wenn ich meins habe. Okay, also unser neuer Mond, der zweite Mond der Erde, Professor Speckmond. Mal schauen, was jetzt passiert. Kann natürlich sein, dass es nicht gut funktioniert und dass eins dieser Objekte miteinander kollidieren wird. Aber bisher klappt es noch. Professor Speckmond dreht sich um die Erde, der Mond dreht sich um die Erde. Scheint zu funktionieren. Mal schneller. Ja, ne, das läuft. Guck mal, schon noch zwei Monde. Jo, Leute. Okay, ich kann da ja nicht alles machen. Also wir machen nächste Woche auch noch weiter, versprochen. Da werde ich dann viele von euren Vorschlägen auch noch umsetzen. Übrigens, meine Mods haben jetzt auch schon öfter geschrieben. Ich sage es auch nochmal. Ihr könnt völlig kostenlos und unverbindlich auf unseren Discord-Server kommen. Da sind hunderte weltrauminteressierte Leute und ihr könnt da mitdiskutieren. Ich bin da auch oft. Also wenn ihr Bock habt, mit mir über den Weltraum zu diskutieren und auch schon eure Vorschläge für den nächsten Livestream einzureichen, kommt gerne auf unseren Discord-Server. Wie gesagt, ist kostenlos, schadet nichts. Und genau, macht das auf jeden Fall. So. Wäre es erlaubt, mit einer eigenen Rakete zu einem Asteroiden zu fliegen und dann Ressourcen abzubauen? Das beantworte ich noch. Und also das ist so ein bisschen, das ist eine Frage des Weltraumrechts. Darauf habe ich mich tatsächlich in der Uni spezialisiert. Das ist so, das ganze Weltraumrecht, das sind eigentlich Verträge zwischen Staaten. Das heißt, Staaten haben sich darauf geeinigt, dass zum Beispiel niemandem der Mond gehören kann. Also kein Staat kann Dinge im Weltraum in Besitz nehmen. Aber diese Verträge gelten nicht für Privatleute oder Firmen,
Das ist halt so ein bisschen so eine Gesetzeslücke. Das heißt im Prinzip, ja, jeder kann mit seiner eigenen Rakete den Mond in Besitz nehmen quasi. Nur man muss halt erstmal hinkommen. Aber in ein paar Jahren werden ja die ersten Firmen zum Mars und zum Mond fliegen. Ich sag nur Elon Musk und SpaceX. Das heißt, da werden sich jede Menge Probleme stellen. Gehört dann der Mars der Firma SpaceX? Ist SpaceX dadurch dann ein eigener Staat? Wenn SpaceX ein Staat ist, gilt dann das Völkerrecht doch wieder. Also super kompliziert. Da wird sich in den nächsten Jahren jede Menge tun. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte Jupiter mit Saturn kollidieren lassen. Das ist jetzt meine letzte Amtshandlung heute. Da ist Jupiter. So. Okay. Was mache ich? Hier, Planeten, Saturn. Also ich feuere jetzt Jupiter auf Saturn auf Jupiter. Ich weiß nicht, was passieren wird. Saturn hat übrigens keine Ringe, ich weiß nicht warum. Und mal gucken. Das wurde ziemlich heiß. Habt ihr gesehen? Kurzzeitig war die Temperatur auf über 700 Grad, aber jetzt hat Jupiter sich wieder normalisiert. Also selbst diese Energie und diese Kollision würde nicht bedeuten, würde nicht reichen, um Jupiter zu einem Stern zu machen oder so. Dafür müsste der, wie gesagt, viel, viel schwerer sein. Ich kann mal probieren, den schwerer zu machen. Masse. Wir machen Jupiter jetzt mal auf 90 Jupiter-Massen. Aha. Das hat funktioniert. Ich habe Jupiter 90 mal schwerer gemacht und er wurde zu einem Stern. Also daran seht ihr, Sterne sind nur schwere Gasplaneten im Prinzip. Das bringt natürlich das gesamte Sonnensystem jetzt ziemlich durcheinander. Oh, da kommt noch ein neues Kanalmitglied, Boliaris DJ. Vielen Dank, dass du Kanalmitglied geworden bist. Super cool, dann kannst du jetzt die Planeten-Emojis ausprobieren. Hammer. Okay, Leute, jetzt haben wir sehr viel gelernt über den Weltraum. Und ich würde sagen, für heute haben wir auch schon wieder genug gelernt. Schreibt mir wieder gerne mal, über welches Thema wir nächste Woche sprechen sollen. Der Chat wird jetzt gleich geschlossen sein, wenn ich den Stream beende. Aber ihr könnt dann unter dem Stream in die Kommentare schreiben. Schreibt mir, über was wir nächste Woche sprechen sollen. Einen von euren Vorschlägen werde ich dann auf jeden Fall nehmen. Und wie gesagt, vergesst natürlich nicht, meinen Channel zu abonnieren. Jetzt haben wir 61.913 Abos. Vielleicht knacken wir heute noch die 62.000. Fände ich mega cool. Also Leute, alle, die noch nicht abonniert haben und jetzt zugeschaut haben, klickt unter dem Video auf den roten Abo-Button, denn dann verpasst ihr auch meine neuen Videos nicht. Morgen kommt ein neues, spannendes Video. Da geht es um die Erdachse. Es wird ziemlich cool. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, Leute, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag im Livestream oder auch schon morgen in meinem neuen Video. Ich freue mich drauf. Macht's gut.